Hey ho Leute, willkommen zurück zu Friendbone. Dieser mit Fortschritt, hoffe ich. Und Domi. Nein, absolut ohne Fortschritt. Dafür mit Domi. Waren wir hier schon mal im Winter? Wieso haben wir jetzt nicht im Winter vorgelesen? Es ist viel leiser. Das ist eine gute Frage. Machen wir es einfach nur mal. Hier ändert sich viel. Ah, der Typ ist weg. Ja. Okay, wir suchen immer noch einen Haken. Und eine Kerze. Oder was anderes, was hey, Schmied könnte. Hallo, ich bin Fran. Was machst du da? Hab wir es nicht schon? Da, ja, ich bin Prater und ich schmeiß dieses Stück Eisen. Für was? Ich muss den Urm auch ein paar Urteile liefern. Oh, verstehe. Du kennst dich also mit Metall aus und so? Oh. Ja, das hatten wir schon. Oh! Der kann uns einen Haken machen! Ah! Oh! Schau mal, ich habe eine Angel gefunden, aber sie ist kaputt. Kannst du mir helfen? Hm. Schau mir mal, wo ist der Haken? Hast du einen Haken gesehen? Ja, du hast genau das gleiche gesagt wie jemand im Krankenhaus. Ja, stimmt. Wirklich? Wer? Welches Krankenhaus? Die Oswald-Anstalt, die Schwester, als ich den Vorhang kaputt gemacht habe. Oh, ich habe keine Ahnung, worüber du sprichst. Du bist seltsam. Hol mir einen Haken. Naja, vergess mir das. Kannst du mir bitte einen Haken machen? Ja, tun wir das. Wenn du mir eine Münze gibst, gebe ich dir einen halben Haken. Ich brauche einen ganzen Haken. Wenn du mir zwei Münzen gibst, bekommst du einen ganzen, funktionierenden Haken. So die Scheiße. Ich brauche keinen halben Haken, ich brauche einen kompletten. Ja, beim halben Haken ist ja immer so ein Haken an der Sache, ne? Haken am Haken, verstehst? Ich hab's die ganze Zeit schon im Kopf. Der komplette kann ich ja auch, kostete drei Münzen. Eine Münze für einen halben und zwei Münzen für die funktionierenden. Abgemacht? Oh, oh Mann, du bist kompliziert. Ich bring dir deine Münzen. Tschüss. Wie viel haben wir? Zwei. Schnecke! Moment, wir brauchen eine für den halben und zwei für den funktionierenden. Richtig. Aber dann habe ich doch, wenn ich zwei ausgebe, schon einen funktionierenden Haken. Okay, Tommy. Da, da, da. Nein, da. Nein, das klappt auch nicht. Ja, wie outgeplayed! Jetzt wird's aber was. Da, nee, wo? Muss da. Nee, du hättest jetzt eigentlich auf der linken Seite gemacht. Nee, dann hätte ich verloren! Oh ja, stimmt. Warte, ja, du hast ihn. Wieso kann ich's nicht mehr? Hä, hey, was hab ich falsch gemacht? Ah, okay. Mitte. Hier. Ein. Hier. Rechts. Hier. Ja. Da. Da. Nein. Nein, da. Du musst jetzt unten. Jetzt ist es wieder vollkommen. Hä? Das war letztes Mal so leicht. Was mache ich? Was? Darf ich mal anfangen? Danke. Da. Mitte. Links. Hättest du mal links gemacht. Was? Hättest du mal links gemacht. Hast du links gesagt?
Ich hab links gesagt. Ja, hast du eh verloren. Also, was heißt verloren? Also, du kannst eh nicht mehr gewinnen. Das ist nur eine Chance und die ist halt verkackt. Mitte. Links. Da. Okay. Wieso funktioniert das nicht mehr? Nein, unten. Wo ist unten? Und zerlese wieder. Ja, ich hab's gesehen. Wobei eigentlich wär's schlauer, du würdest einfach verlieren, weil. Hä? Warte, was? Mitte, haben wir doch immer angefangen. Mitte. Mach mal da, genau. Mach mal da. Lass mich überlegen. Nein. Was macht der? Jetzt muss ich. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Irgendwie. Warte, was will er? Normalerweise willst du quasi jetzt so, dass du quasi mit dem Zug jetzt schon die zwei so hinlegst, dass du. Genau, nimm das jetzt nach rechts. Warte, nach rechts. Ja. Da. Ja, eigentlich meinte ich einen weiter oben, aber. Das ist auch geworden. Egal, so ist auch geworden, genau. Errungenschaft. Faster denn Snail. Schneller als eine Schnecke. Wie gewinnt man eigentlich, wenn er anfängt? Genauso in der Theorie. Also müsste ich. Also wenn er in der Mitte anfängt, gewinnt. Das ist einfach so. Wenn du nicht in der Mitte anfängst, gewinnst du nicht. Also hier ist Schmarrn. Da ist Schmarrn. Ich müsste so und so. Also müsste ich hier. Also noch rechts. Hier. Oder da oder da oder da. Wenn ich hier setze, setzt ihr hier. Ja, genau. Da setzt ihr hin. Was? Wo setze ich hin? Da, wo du jetzt gerade bist. Was bringt mir das? Dann sitzt er nach links. Ja. Dann sitzt du einen drauf. Und dann hast du dann zwei Möglichkeiten. Also muss er einen von den beiden parieren. Hoch. Jo. Ah ja, klar. Jetzt pariert er einen von den beiden und Oh, ich Idiot. Wir haben verloren. Top. Hey, ich will mal gewinnen, wenn ihr aufhören. Ja, ich setze mal da oben hin, denke ich. Besser ist es. Ja, er ist wieder verkackt. Ich glaube, ja. Du kannst nicht jedes Spiel gewinnen, oder? Nein, du kannst nicht jedes Spiel gewinnen. Ich weiß auch nicht, ob du überhaupt gewinnen kannst, wenn der Gegner. Keine Ahnung. Hallo, ich bin Fan, was machst du? Alter, ernsthaft? Ah nein, du musst wieder auf. Okay, tschüss. Ich muss los, tschüss. Oh ja, 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 ja. Ich erinnere mich. Du musst mit der Angel ansprechen. Nee, hier. Ja. Alter! Warum kann er sich den Dialog nicht einfach merken? Warum ist es überhaupt. Ja, ist egal. Altes Spiel. Ja, ihr habt. Oh, ich muss ihm die Münzen geben. Hier sind deine drei Münzen. Wunderbar, danke. Und hier ist dein Haken. Ich hoffe, er funktioniert. Wenn er nicht funktioniert, dann kriegst du diese Münzen. Nimm ich die Münzen und schieb sie dir in dein Baumloch. Nicht in das Baumloch. Oder? Also funktioniert aus. Danke, der ist perfekt. Ich muss los. Tschüss. Perfekt. Kombiniere. Fangen wir Fische. Fangen wir mal Fische. Da. Benutzt Angel mit See. Angel, das war einfach. Yay! Wieso macht die Katze das eigentlich? Die kann doch so. Oder für das brauche ich eine Angel. Oh, ich habe einen Fisch gefangen. Tut mir sehr leid. Ein Fisch, der jetzt tot ist.
armes Fischlein. Ey, haben doch Streichhölzer. Wir haben Streichhölzer. Ja. Wir haben ja schon ewig, wie Idioten. Domi und Bertie seit dieser Aufnahmesession. Wollen wir dir? Die haben wir wirklich schon lang. Okay, warte, wo kommt der Fisch hin? Nein. Fisch ist 3. Wir nehmen das Fischlein und benutzen es mit der 3. Dann nehmen wir das hier Streichhölzer und machen das bitte. Ja, bitte sehr. Kleines Streichhölzer. Ich hoffe, das stimmt. Wie habe ich den gesprochen? Weiß ich nicht mehr. Ich könnte in den Part schnell reingucken. Ja, oder du machst es einfach Improvisationstalent Wörti. Ich kriege den Sieg. Ich kriege einen köstlichen Sieg. Gratuliere. Danke, ich bin bereit. Bringen wir die Steine zurück. Hey, ja. Wir fangen mit dem Feuer an. Oh mein Gott, das Streichholzwort aus dem Nichts. Kotrem ist erwacht. Kotrem lebt. Er wird auf der Spitze des Berges auf dich warten. Er hat meinen Hut. Er hat meinen geliebten Zauberhut. Bring ihn mir. Ihr Hut? Ja, die Steine verstecken sich in meinem Zauberutensilien. Darum erinnere ich mich an nichts. Aber jetzt erinnere ich mich. Geh auf die Spitze, finde Kotrem. Und komm zurück, wenn du den Hut hast. Dann können wir andere Dinge tun. Oh nein. Oh nein. Viele Spaß. Oh nein. Dinge können wir dann tun. Okay. Ich bringe Ihnen Ihren Hut. Aber bitte verschonen Sie mich. Klein. Beeil dich. Schnell weg. Flucht. Hallo Kotrem! Der Hut! Wo kommt der her? Der war die ganze Zeit noch. Da sind die 6 Infinity-Steine drauf. Also die 5. Oh, wer wagt es, mich zu erwecken? Da steht noch was. Wer? Ich muss los. Oh mein Gott, du lebst. Ich wollte dich stellen. Ich bin Fran. Fran, verstehe. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Nun, ich weiß nicht wirklich, was er bedeutet. Das ist einfach mein Name. Oh, okay. Meiner ist Kotrem. Was willst du wissen, warum? Ehrlich gesagt, nein. Ich gehe jetzt. Ich habe Angst vor der Antwort. Klar, sag es mir. Kotrem bedeutet Kot. Vielleicht nicht ganz. Im Himmel geboren. Ich war mal ein Stern. Wir waren alle mal ein Stern, mein Freund. Irgendwie. Also. Und da ich im All geboren wurde, ist alles sehr logisch. Ja. Ich wollte zwar nicht im. Oh wow. Ich habe noch nie einen Stern persönlich getroffen. Schön, dich kennenzulernen. Aber haben Sterne nicht eigentlich, naja, Zacken? Und leuchtet, gell? Schön, dich kennenzulernen, Fran. Also, was führt dich her? Ich will den Hut. Ich brauche den Hut. Den Hut über deinem Kopf. Das kann ich nicht tun. Ich bin geschieden. Was? Was meinst du mit geschieden? Ich brauche nur den Hut. Das ist sehr wichtig. Ich kann nicht. Wenn ich dir den Hut gebe, wird das ganze Land leiden. Ey, ist egal, ich muss nach Hause. Du musst einen anderen Weg nach Hause finden. Der König sagte, es gibt keinen anderen Weg. Bitte helft mir. Hilf mir. Ich kann nicht. Meine Frau verließ mich. Sie war die Spitze. Nein, nein.
Nein. Sie war die, die meine Spitze bedeckte. Schiss. Wenn ich den Hut abnehme, kann meine heiße Lava jeden töten. Oh. Dich auch. Oh, steh ein Zauber und der hält die Lava zurück. Das will ich nicht. Was ist mit deiner Frau passiert? Sie entschied, dass es Zeit für sie war, ihre eigene Insel zu ihre eigene Insel zu gründen. Also trennte sie sich von mir. Ich konnte sie nicht mal fragen, warum. Oh, ist traurig. Ich glaube, sie hatte schon länger einen neuen. Vermisse sie so sehr. Oh, also ist sie jetzt auf ihrer eigenen Insel. Weißt du, wo sie ist? Ich glaube, sie ist auf dem Wasser. Ansonsten würde ich ihre Präsenz spüren. Irgendwo in Richtung der Philippinen wahrscheinlich. Aber das tue ich nicht. Oh, meine liebe, meine geliebte Frau. Jetzt doch. Was denn? Das ist ein Insider, Leute. Oh, da habe ich keinen Spaß. Ich dachte, das war Absicht. Nein. Jetzt, wo du es gesagt hast. Okay, jetzt ist es ein Insider. Oh, tut mir leid. Ich habe nur noch eine Inselgruppe gesucht. Okay. Ich schaue, ob ich sie finden kann, ja? Dann gibst du mir den Hut. Nur wenn sie zurückkommt. Andernfalls, du weißt, was dann passieren kann. Ja, dein Zeug kommt da oben raus. Kann ich dir nicht was anderes auf den Kopf legen? Zum Beispiel meine Katze. Ich hätte noch so eine schöne Katze. Zum Beispiel einen Stein oder so? Oder eine Katze? Ein Baum? Nein, ich mag diesen Hut. Er wackelt so schön im Wind. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Okay, ich bin gleich wieder da. Bitte hör auf zu singen. Okay. Und hätte er nicht drei Ecken, dann wäre es auch nicht mein Hut. Ich höre ihn immer noch. Halt die Klappe da oben. Sprich zu schweigen. Ach, Gott sei Dank. Ja, dachte ich mir. Los, schnell weg. Was zum Fuck? Weißt, dass du alleine bist. Lass mich deine Mami sein. Lass mich dich füttern. Komm auf meine Seite. Der sieht glücklich aus. Vielleicht sollten wir da auf die Seite gehen. Die Kinder sehen alle glücklich aus. Du wirst viele neue Freunde zum Spielen haben. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht als meine Mami. Du siehst gruselig aus. Und ich mag dich nicht. Fran, mit wem sprichst du? Hä? Die Frau stand... Hä? Ach, nichts, Kätzchen. Ja. Die Drogen. Ja, nichts. Welche... Ups. Welche Drogen? Wir nehmen keine Drogen du mehr. Du hast schon... Wir sind runter vom Stoff, okay? Okay. Wir sollten einfach rübergehen zur Insel, oder nicht? Was? Ey, ich weiß zufällig, wo die Frau ist. Aber woher? Erinnerungsstücke. Waren wir nicht da schon einmal? Ja! Oh! Hey, hier ist... Okay, hier wache ich. Hallo, Lady! Oh, das war einfach. Hallo, aufwachen. Ich habe eine Nachricht für dich. Ja? Nein. Ja, hallo. Ein Boot bei der Nachricht. Guten Tag. Verstehst du ein Boot? Weil ich im Boot sitze. Ja, ich bin eine Bootin. In einem Boot. Eine Bootin der Liebe. In einem Boot der Liebe. Ha, Liebe? Oh, aber du bist nicht pink. Hör auf mit den dummen Wortwitzen. Ich bin grün-braun. Pink? Nein, ich bin grün-braun. Wie ein grün-braunes Bäumchen. Ich bin eine grün-braune Liebesbotin.
In einem Liebesboot. Und habe die... Liebe. Ein ganzes Boot voller das Liebe. Boot, Liebe. Halt die Klappe! Und habe die Liebesboote das mitzuteilen? Hä? Ja, natürlich. Ich bin im Namen der Liebe, einem ganzen Boot voll mit Liebe, hier, um dir eine Botschaft deines Ehemanns zurückzubringen. Nein, er macht mich sehr traurig. Niemand hat das Recht, mich traurig zu machen. Was aber ich habe ein ganzes Boot voller Liebe. Nun, vielleicht wollte er dir nicht wehtun. Was hat er getan? Er war so heiß. Und darin habe ich mich verliebt. Dann wurde er kalt und langweilig. Ich habe mich allein gefühlt. Ich habe oft geweint. Er ließ immer eine rote Blume wachsen. Nur für mich, um mir seine Liebe zu zeigen. Aber dieses Jahr wuchs sie nicht. Wuchs nichts. Und weißt du was? Ich bin diejenige, die ihn immer beschützt. Und ich möchte Wertschätzung. Das ist alles. Wir sehen uns. Das ist so gut. Aber wenn ich diese Blume für dich finde, kommst du dann zurück? Ja, aber ich bin hoffnungslos. Außerdem regiere ich jetzt über meine eigene Insel. Ja, die ist sehr klein. Ich schau mal, ob ich die rote Blume finden kann. Weißt du, wie sie wächst? Immer am unteren Ende. Sie unterscheidet sich sehr von allen anderen Blumen. Ganz unten, von was? Von meinem Mann natürlich. Bring sie mir und kehre zu mir zurück. Schade, ich dachte, wir hatten sie schon. Ich hätte damit auch gerechnet. Okay, auf zum... Guck mal, jetzt sind wir ein liebes Fußgänger. Blumen. Nur Bäume und Blumen. Ja, wir suchen Blumen. Blumen. Wo ist bei ihm das untere Ende? Gute Frage. Hallo, Fran. Immer noch viel langsamer, hä? Wieder einmal gewinnen in die Valokas. Du wirst mich nicht aufholen, Fran. Ich konnte echt nicht weitergehen. Echt nicht? Nein, dann wäre ich erst ins Bündchen gegangen. Ach so. Im Ernst, wo ist die Blume? Am unteren Ende, Fran. Am unteren Ende. Von was? Von oh, warte! Fängt doch sein. Blume. Blume. Da, Blume. Oh, die Dings. Ich werde kleine Bienen würden. Richtig. Anne, ist du offen? Im Herbst. Im Herbst. Ich geh da mal rein, okay, Bro? Soll ich stehen bleiben? Hast du das Passwort? Was? Oh nein, welches Passwort? Das Bibliothekspasswort. Natürlich, da brauchst du es, um reinzukommen. Wissen Sie, wer das Passwort kennt? Ja, der große Sau natürlich. Er weiß alles. Okay, mal sehen, ob ich das Passwort finden kann. Tschüss. Vielleicht gibt's das. Hatte sie nicht gesagt, Ellie ist jedes Jahr für sie eine Blume wachsen? Vielleicht nur in einer bestimmten Jahreszeit. Zum Beispiel wie? Frühling. Ja, da waren wir die ganze Zeit. Hier war... Sommer. Im Sommer wächst noch kein. Oh, warte. Ja. Moment. Ich hab die Blume. Das muss die Blume sein, die ich brauche. Warum wächst die im Herbst? Ich kann die Blume nicht mit bloßen Händen mitnehmen. Sie hat starke Dornen. Weh, das geht nicht. Ich wollte es gerade sagen. Die rote Blume, die warme Liebe. Das ist wirklich eine seltsame Höhle.
Yo, Bro. Brauch ein Passwort. Hast du den Hut gefunden? Ja, du kannst Bier auch mal. Wir holen einfach mit dem Messer. Gib mir das Passwort! Alter Mann! Ich stecke das Messer lieber weg. Ich möchte niemandem beten. Du fährst da durchgreifen, Fran. Ja, wenn er dir das Passwort nicht sagen will. Easy, bring ihn um. Ja. Ganz einfach. Übrigens, Tommy. Falsche Abbiegung. Ja, ja, ich weiß. Das Schneemann. Hallo, Herr Schneemann. Hast du Spaß? Ja. Yeah. Ist ein bisschen kalt. Willst du reingehen? Nein. Vielleicht hört er mich nicht, weil er keine Ohren hat. Doch. Tommy, lies mal vor. Oh, fuck. Ich weiß nicht, ob wir das tun wollen, aber... Oh, fuck, wirst du Part-Band? Ja, Band mit dem Part. Ja, was hier steht, ist mir vielleicht im nächsten Part. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.